Vor 25 Jahren nimmt alles seinen Anfang. Sile Austria startet in Österreich und wird zum weltweit gefragten Fassadenspezialisten. Wir sind schon 25 Jahre in Österreich. Angefangen hat eigentlich alles mit einem gemeinsamen Projekt, nämlich dem Design Center. Da haben sich der Herr Leuthen, unsere ehemalige Geschäftsführer, und der Herr Sile kennengelernt und die beiden haben dann beschlossen, in Österreich einen Standort von Sile zu machen. Das war damals in Gmunden mit einem Büro. Und aufgrund dieser erfolgreichen Expansion und der ständig wachsenden Mitarbeiteranzahl ist es dann auch gekommen, dass man sich entschieden hat, hier in Schörfling ein Bürogebäude zu bauen. Mittlerweile bedient Sile Austria von hier in Schörfling den englischen Markt, den arabischen Raum und Südostasien. Wir sind eigentlich sehr stolz, dass wir in den letzten Jahren mit kontinuierlichen Umsätzen sehr gute Betriebsergebnisse erzielen konnten und auch mit einer ausgezeichneten Eigenkapitalquote ausgestattet sind. Von der intelligenten Planung bis hin zur effizienten Montage. Seit 1994 hinterlässt Sile Austria weltweit einen architektonischen Fußabdruck. Die Meilensteine waren auf alle Fälle zu Beginn die Bermondsey Station im UK-Bereich, beziehungsweise im Mittleren Osten nachher das ADFC-Projekt, also das Abu Dhabi Financial Center. Erfahrung, Know-how und modernste Technik ermöglichen außergewöhnliche Gebäudehüllen aus Glas und Stahl. Früher, halt in den Zeiten, war es so, man hat natürlich nur 2D, sage ich mal, die Möglichkeit gehabt, dass man es aufreißt. Und jetzt mittlerweile in Zeiten, wo man halt auch 3D planen kann, kann ich halt das gleich am Bildschirm visualisieren und mögliche Fehler kann ich halt auch gleich erkennen und direkt korrigieren. Das hat halt im 3D den großen Vorteil, man kann das Ganze parametrisieren. Quasi, wenn ich im Nachhinein Geometrieänderungen habe, dann brauche ich nur diese Parameter ändern. 25 Jahre Sile Austria, ein Unternehmen, das nachhaltige Werte schafft.